lehrende Vergangenheit und das andere ist unsere Gegenwart. Bitte schön, das sind zwei paar verschiedene Schuhe. Wir müssen einfach damit lernen, mit der Gegenwart umzugehen. Was halten Sie denn nun davon, wenn sich zum Beispiel jüdische Siedler darauf berufen, dass sie das Land vor 1000 Jahren von Gott bekommen haben, als jüdisches Volk? Ja, also zunächst mal muss ich sagen, ich bin ja selbst Pfarrer und ich bin mit einem Bild von Religion in den Nahen Osten gegangen vor 25 Jahren, der mir Freiheit gegeben hat. Jeder darf frei denken. Nur deshalb bin ich auch überhaupt zur Kirche gekommen, weil man durfte jede Frage stellen. Es war großartig, mit einer solchen evangelischen Kirche zu leben. Jetzt gehe ich in den Orient, also vor 25 Jahren gehe ich in den Orient und erlebe Religion als eine Größe, die sogar politische Ansprüche stellt, die Landansprüche stellt und die solche Quatsch auch erzählt. Wir sind das einzige Volk, das eine Landurkunde hat und die gleich noch vom lieben Gott und dann hält man das Alte Testament hoch. Und auf der anderen Seite, und das ist ja bei uns nie immer einseitig, da stehen die Leute, sagen, wir haben einen Dschihad darum geführt, nämlich einen Heiligen Krieg und das in den Kreuzfahrerzeiten. Wir haben das erobert und was durch einen Dschihad erobert ist, wird nie wieder herausgegeben. Jetzt habe ich zwei religiöse Ansprüche, die sich 100% widersprechen und da können wir uns ewig darüber kämpfen. Welchen Weg Sie gehen, das erfahren wir in diesem Gespräch. Der biblische Archäologe Dieter Vierweger ist mein Gast.